Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Resident Evil 4. So, wir sind wieder zurück und wir sind immer noch im Schloss. Und ja, wir haben alle unsere Waffen geupdatet, so gut es geht. Und jetzt gehen wir weiter. So, und zwar muss ich wahrscheinlich hier oben weitergehen. Sieht so aus, als hätte ich hier alles mitgenommen. Moment mal. Bringt mir das was? Ah, da drüben ist ein Adler. Ach ja, stimmt, ich muss ja durch diese Türe. Eine Drache und eine Schlange. Wo ist unsere Schlange? Ist die auf der anderen Seite? Also hier ist der Hirsch. Ja. Da drüben ist der Adler. Ich gehe noch mal nach drüben. Das sieht echt cool aus. Und hier ist der Adler. Gut. Ah, hier hinten ist die Schlange. Schaffe ich das von hier? Das schaffe ich doch nie. Ich versuche es einfach. Das hier. Ashley hat es was gebracht. Warum rennt die nach hinten? Ist es jetzt offen? Oh mein Gott, so ein schlaues Mädchen. Himmel, Ashley. Ich muss dich loben. Ja, cool. Okay. Ich hab mich schon gewundert. Wie geht das sonst? Ich habe ja keinen Winkel gehabt, dass ich irgendwie hätte draufballern können. So, gut, dann geht's weiter. Wir sind hier oben. Und hier war aber noch ein Schatz, oder? Wir sind auf jeden Fall... Jetzt auf der Seite hier. Okay. Dann gibt's hier eben keinen Schatz mehr. An die komme ich ja, glaube ich, nicht ran. Gut. Naja, wenigstens habe ich etwas Pistolenmunition. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Ich präsentiere. Der edle Ritter beschützt die schöne Prinzessin. Oh je, jetzt geht's bestimmt gleich wieder ab. Ah, geht's hier wieder zurück? Ja, oder?
Gut, dann wäre das auch mal geklärt. Wir probieren jetzt mal hier die Nebenräume aus. Loot, Loot, nein, was zum Lesen. Band 2. Okay. Ja, ich fange jetzt mal mit Band 2 an. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Gut, das haben wir ja schon gemerkt. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Dicrocylium sind die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert, verändern sie deren Verhalten. Sobald es abends kühler wird, zur Zeit, wenn das Vieh grast, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Dermatoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn bestimmter Fischarten ein. Die infizierten Fische schwimmen daraufhin an die Wasseroberfläche, wo sie verbleiben, bis sie von Meeresvögeln gefressen werden. Leukognoridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke, wo sie wie Würmer pulsieren. Sie verändern das Verhalten der Schnecke und zwingen sie dazu, auf die Vorderseite eines Blattes zu kriechen, wo sie gut von Vögeln gesehen werden. Sobald er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Wow, was es alles gibt. Und das war, denke ich, ein kleiner Ausflug in die Biologie von Parasiten, ne? Und da fällt mir ein, das mit den Ameisen habe ich schon mal auf YouTube gesehen. Da müsst ihr einfach eingeben, Zombie und Ameise. Da kommt dann das, wie das Ganze mit den Parasiten funktioniert. Naja, und warum hat man diese Information jetzt gebraucht? Offenbar handelt es sich ja bei Resident Evil 4 auch um Parasiten. Also deswegen nehme ich mal an. Und ich glaube, die Ameisen-Videos waren ziemlich eklig, insofern ich mich noch dran erinnern kann. So, es geht einmal hier weiter. Und es ging auch noch in dem anderen Raum weiter, oder? Ah, die Tür war verschlossen. Okay. Gut. Ich glaube, ich wechsle das gerade mal. Und das ist jetzt auf 4, die Magnum. Weil ich habe nur noch wenige Schuss dafür. Wow. Was ist das für ein Raum? Unterhaltung. Wow! Und da oben ist auch einer. Oh, weg hier. Im Weg. Alter, jetzt klaut er wieder hier meine Freundin. Warte kurz. Geht's dir gut? Ja. Komm. Okay. Ui, 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 ui. Wow, den habe ich erwischt. Nein, daneben geballert. Okay.
Wie sieht's aus? Ach, da oben ist noch einer. Bist oder? Okay? Ja. Nein. Was für ein Kampf. Die Gegner mit dem Schild sind echt Hammer. Aber richtig cool gemacht. Gefällt mir. Ah, brauche ich da einen Schlüssel oder wie? Ist da noch einer? Wir müssen jetzt erstmal alles einsammeln. Da liegt ja noch einiges herum. Geh etwas zurück. Ja. Die sind noch über uns, oder? Habe ich alles? Ja. Ich muss hier und dann hier raus. Aber ich brauche irgendeinen komischen Schlüssel in der Mitte. Ich wollte schon sagen, die Treppe ist ziemlich steil, aber da kann ich ja noch gar nicht hoch. Das heißt, ich muss nach unten, ne? Toll, es hat Zähne. Boah, weg hier. Jetzt reicht's mir. Ach, das sind ja wieder diese mit den komischen Helmen. Wow. Yeah, ein Schuss. Das ist nice. Aber ich muss schon sagen, richtig cool gemacht und die abwechselnden Gegner gefällt mir also sehr gut. So, die haben noch einiges dabei. Oh
Und das Teil brauche ich, oder? Ja. Glänzendes Metallrad. Das sieht doch gut aus. Ich schätze mal, das würde für die Treppe sein, oben. Oder für hier. Okay. Oh, da ist schon wieder einer. Junge. Naja, wir schauen mal hoch. Oh ja, da kommt einiges. Hui! Wo war denn der? Au, das hat wehgetan. Ja. Natürlich. Raus hier. Ashley, komm mit. Moment. Nein, sofort. Oh Mann, oben ist noch einer. Fuck. Ashley, wir sagen das Wort nicht. Wo ist der andere Junge? Da hinten. Geht doch. Okay. Ui, das geht ja voll ab hier. Mir geht's gut. Bin ich? Oh ja. Oh ja, sehr gut aufgepasst, Ashley. Keine Sorge. Nur eine Schnittwunde. Wird wieder. Das haben wir vergessen. Eine Handgranate. Oh ja, die kann ich gut gebrauchen. Ich wollte ja eigentlich Magnum-Munition herstellen. Aber ich brauche die Schrotflinte. Die haut so geil rein. Muss ich jetzt nach oben, oder? Hier, glaube ich, oder? Genau. Also man hat es praktisch unten und oben gebraucht. Dann hatte ich ja doch recht. Super, das war's. Noch sind wir nicht sicher. Entfern dich. Moment. Bleib mir weg, Ashley. Wir schauen erstmal hier hinten, ne? Okay, der Typ war Platz.
Dann schauen wir jetzt aber trotzdem mal auf die andere Seite. Genau, und hier ist auch schon was. Kann ich hier hoch? Hier. Alles klar. Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. So. Mach weiter, ich geb Deckung. Ach was? Geht doch. Beeil dich mal, Ashley. Jetzt die andere. Vorsichtig. Natürlich. Ashley, mir geht die Munition aus. Da rennt einer. Kommt der andere auch noch? Junge, wow. Sorry, keine Absicht. Doch, das war volle Absicht, Junge. Geht's dir gut? Ja, sicher. Aber ich habe fast keine Munition mehr. Nein. Also, Gewehrmunition. Was ist das überhaupt? Ah ja, das ist ja unsere Magnum-Munition. Okay. Moment mal, kann ich oben... Haben die was gedroppt? Ich kann nicht hoch, oder? Dann haben die nichts gedroppt. Gut, dann geht es weiter. Das sieht auch richtig cool aus hier. Okay, 6 Schuss. Naja. Wow, von draußen. Das sieht doch mal freundlich aus hier.
Ah, hier muss ich dann hoch, okay. Auf, Ashley. Komm. Komm, okay. Sagt er immer. Komm. Oh, oh, es fängt wieder an. Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Die Arme. Oh, wisst ihr was? Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil 1. Das habe ich auch gespielt. Habe ich allerdings nicht auf meinem Channel. Glaub, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Wow. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Nein, oder? Warte! Shit. Basis kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte, ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Verdammt, so viel dazu. So, aber ich denke... Das sollte auch schon wieder der perfekte Cliffhanger sein, um diese Episode hier zu enden. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen, gebt mir ein Like, wenn ihr mehr wollt. Und dann sehen wir uns aber auch schon bald wieder in der nächsten Folge.